Kroatien erstreckt sich von den äußersten östlichen Alpenausläufern im Nordwesten bis weit in die Pannonische Tiefebene und bis zu den Ufern der Donau im Osten. Der mittlere Teil wird vom Bergmassiv Dinara beherrscht und der südliche Teil endet an der Küste des Adriatischen Meeres. Kroatien hat rund 57.000 Quadratkilometer Festlandfläche und stolze 31.000 Quadratkilometer Wasserfläche. Die kroatischen Inseln befinden sich vor der Küste Kroatiens im Adriatischen Meer, einem Ausläufer des Mittelmeeres. Die kroatische Küste gilt weltweit als eine der zerklüftetsten Küsten überhaupt. Mit 4,5 Millionen Einwohnern gehört Kroatien zu den kleineren Ländern Europas. Seit 2004 ist es als Mitgliedstaat der Europäischen Union angemeldet. Die Hauptstadt Zagreb liegt in der idyllischen Landschaft der Save-Ebene am Fuße des Berges Medvenica und gilt mit seinen 780.000 Einwohnern als eine der jüngsten Metropolen der Welt. Das heutige Zagreb entwuchs zwei mittelalterlichen Städten, die sich auf zwei benachbarten Hügeln gelegen, Jahrhunderte hindurch separat entwickelten. Kroatiens Städte wie Split oder Rijeka vereinen jahrhundertealte Tradition mit wunderschöner Lage und zahlreichen Kulturdenkmälern. Natürlich kommen die meisten Urlauber aber zum Ausspannen und Baden nach Kroatien. Insgesamt befinden sich vor der Küste Kroatiens über 1200 Inseln, Eilande und Felsen, von denen aber nur 47 Inseln bewohnt sind. Die Küstenlänge aller kroatischen Inseln beträgt rund 4400 Kilometer, die Küstenlänge des kroatischen Festlandes dagegen nur 1800 Kilometer. Die kroatische Gesamtküstenlänge beträgt also mehr als 6000 Kilometer. Spanien hat vergleichsweise eine Gesamtküstenlänge von knapp 5000 Kilometern. Im Norden Kroatiens herrscht kontinentales Klima, im mittleren Teil des Landes Gebirgsklima und an der Küste mediterranes Klima. In der besten Reisezeit im Sommer herrschen an den Küsten Durchschnittstemperaturen von 26 bis 30 Grad Celsius. Kroatien. Besuchen Sie das Land des Wassers.